Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ender Kids. Wir haben heute das Kit Kaktus und der Kaktus hat die Möglichkeit, sich als Kaktus zu tarnen. Er startet mit einem grünen Lederhelm und einer grünen Lederhose. Außerdem bekommen Angreifer mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen Bruchteil des Schadens zurück. Ja. Ups, jetzt habe ich mich auf Versehen gemutet. Was ist hier los? Ich bin einfach mal ganz gespannt, wie das hier werden wird. Auf jeden Fall habe ich mir da jetzt natürlich die passende Map ausgesucht, und zwar Desert. Natürlich, wenn es hier jetzt keine Bäume gibt, dann bin ich auch ein bisschen aufgeschmissen. Deswegen mache ich Grafikeinstellung einfach mal auf 10. Dass ich mich hier ein bisschen orientieren kann. Gibt es ja Bäume? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es einfach mal. Denn sonst, ich weiß ja nicht, vielleicht erwischen wir ja einen Bogen und dann können wir irgendwie einen Okay, es gibt Bäume, eindeutig. Und let's go. Okay, wir haben einen werfbaren Trank der Schnelligkeit. Das ist super, denn den benutzen wir jetzt dann gleich. Und 5 Eisen haben wir auch noch. Und zack, jetzt sind wir erstmal schneller und holen uns hier schon mal ein paar Kisten. Und dann haben wir noch eine Enderperle. Die bringen uns dann ganz schnell hier drüben zum Holz. So. Dann möchte ich hier ganz schnell Holz holen. Wir holen uns diesmal 3 Stück, denn ich lasse immer gern die Kisten stehen und dann, also die Crafting Table meine ich, und dann ist das Problem eben, wenn ich die ganzen Sachen hier stehen lasse. Toll, jetzt stehen sie da und oh, einfach mal im Lauf eine Kiste gespawnt, ist mir auch noch nie passiert. Okay, 3 Diamanten, einen Bogen, was gibt es denn Besseres? Was gibt es denn Besseres, Leute? Sag mir das einfach mal. Okay, so, erstmal hier ein Diamantschwert, ja. Oh, es leckt jetzt. Okay, gut. Dann brauchen wir noch einen besseren Brustpanzer. Und dann brauchen wir noch Schuhe. Okay. Und dann brauchen wir hier noch einen Bogen. Und die Enderperle. Und zack. Alter, was mache ich hier? Das ist so gefährlich. Was tue ich denn? Ich bin echt ein... Manchmal bin ich echt ein Noob. Okay. So, 50 Blöcke ist jemand entfernt. Ich renne einfach mal ein bisschen hin und tarne mich dann unterwegs einfach mal so als Kaktus. Ach, der ist da unten. Ach. Ja, hallo. Denkst du jetzt, dass du mit deiner Falle hier irgendwas erreichst? Okay. Das war natürlich nicht so schlau von ihm. Das hat er nicht so gut durchdacht. Das vielleicht auch... Oh, na toll. Jetzt ist er in dieser Kackfalle. Und hat jetzt auch noch den Diamanthelm, glaube ich, bekommen. Hier können wir uns schlecht als Kaktus tarnen. Aber er ist selbst Kaktus. Das ist super. Okay, da habe ich ihn. Oh, oh, oh. Das war jetzt echt auch schon ganz schön knapp. Alter, was haben wir hier für knappe Dinge? Also, ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Ah ja, es ist übrigens ohne Facecam, weil ich sehe echt schon sehr, sehr fertig aus. Wenn ich das noch nicht erwähnt habe. Und deshalb ist es ohne Facecam. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Und ihr gebt mir trotzdem ein Like, wenn es euch gefällt. So, erstmal hier noch ein paar Enderperlen stecken, ja. Enderperlen für die Welt. Was ich aber ehrlich gesagt noch ein bisschen schade an dem Kit finde, dass der Kaktus selbst von anderen Kakteen Schaden nimmt. Das finde ich hätte gefixt werden sollen, denn wieso sollte er den Schaden nehmen, wenn er selbst ein Kaktus ist? So, hier ist wieder eine behinderte Fliege, die denkt, sie muss mich beißen. Und ja, Leute, ich habe Fliegen, die mich eindeutig beißen. Die beißen mich einfach. Was ist mit denen los? Ja, die sitzen nicht nur da. Mein Bruder hat sogar eine Fliege. Hier hinten. Weißt du, was sie gemacht hat? Sie hat einfach... Oh. Okay. Er hat jetzt, ja, es verbrennt. Es verbrennt trotzdem. Das ist schon gut so. So. Er weiß einfach nicht, wer hier bei ihm abbaut. Das ist ja das Geilste. Ich hoffe, jetzt rennt Lava auf ihn. Nee, tut's aber nicht. Was ist hier los? Alter, was ist das denn für ein Typ? Was passiert dir denn?
Okay. Er möchte sich da jetzt sicher gleich wegbauen. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Okay. Den hier bauen wir jetzt erstmal ab. Aber ich gehe erstmal hier hin. Okay, jetzt wurde ich sowieso geportet. Da vorne ist auch schon jemand. Oh, das sind zwei Leute. Oh, da habe ich ihn aber jetzt mit meinem Bogen, mit meinem sexy Bogen getroffen. Ich schieße einfach, obwohl ich niemanden sehe. So bin ich eben. Okay. Dom, du musst leiden. Ich glaube, okay, er weiß jetzt, dass eindeutig ich es bin. Komm her. Oh ja, da habe ich ihn noch tot. Oh mein Gott, das war jetzt aber ein richtig knappes Duell. Das war jetzt ein richtiges Duell der Giganten, wie man so schön sagt. Alter. Was war hier los? Was war hier los? Alter, klar, natürlich. Ja, geil. Also das feiere ich jetzt ja gerade richtig, dass ich den jetzt auch noch hier bekommen habe. Alter, was ist hier los? Alter, nach der Reihe kommen die Leute hier an und möchten mich besiegen, aber ich schaffe einfach. Ich schaffe einfach jeden. Ich glaube, ich bin heute echt der Berserker, ja? Ich bin heute im Berserker-Modus. Schreibt mal alle in die Kommentare, wenn ihr cool seid. Dann könnt ihr alle mal in die Kommentare schreiben, Hashtag Berserker-Modus. So. Gut, einen Apfel habe ich nicht, ne? Weil, ne, glaube ich, könnte ich mir schon fast einen OP-Goldapfel machen. Alter, ich raste hier gerade richtig aus heute. Was denn hier los? Okay. Habe ich noch einen verzauberten Bogen? Nope, habe ich leider nicht. Dann gehe ich hier, schleiche jetzt erstmal hier weg. Alter, ich habe richtig Panik. 187 Blöcke. Ich schätze mal, dass es eher bei denen zum Kampf kommt, statt bei mir. Ich weiß es jetzt aber auch nicht direkt. Aber ich muss einfach jetzt wieder voll sein. Los. Heil. Voll. Schnell. Okay. Okay. Ich habe Angst. Ich muss hier weg. Lalala. Aber einer, habe ich gesehen, hat ja nicht so eine extremst gute Ausrüstung. Einer, glaube ich, hat eine Lederrüstung. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Okay, schnell, schnell, sonst werde ich weggeportet. Was ist hier los? Okay, zwei verbleibende Spieler. Das bedeutet, ich renne jetzt einfach total schnell auf ihn zu. Ich glaube, damit hat er jetzt auch nicht gerechnet. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich treffe ihn nämlich gerade nicht. Was ist hier los mit meinen Bogenskills? Die sind doch sonst immer so gut. Okay. Okay. Jetzt muss ich echt den Berserker-Modus anmachen. On. Jetzt, ich verwechsel jetzt auch schon Englisch mit dem Deutschen. Alter, was ist hier los? Brrr. Okay. Okay. Okay, Leute. Wir hüpfen da jetzt einfach mal durch. Okay, da habe ich ihm noch einen Hit gegeben. Oh, und da habe ich ihn mit dem Bogen noch bekommen. GG. Ich glaube, wir haben Learn to Play. Okay, gut, dann würde ich erstmal sagen, wer hat hier gewonnen und wer hat hier nicht gewonnen. Deswegen, Julian, wer hat gewonnen und sollte L2P? Gut, das musste ich jetzt einfach schreiben. Ja, das muss ich jetzt einfach schreiben, weil, ganz ehrlich, ich lasse mich hier nicht als jemanden darstellen, der Learn to Play machen sollte, aber dann im Kampf mal so richtig gewonnen hat. Er hat mir ja, glaube ich, nicht mal einen Hit gegeben. Aber gut, Leute, ich würde einfach mal sagen, mein Fazit zu diesem Kit, Kaktus ist. Das Kaktus-Kit ist ein wirklich sehr, sehr gutes Kit zum Tarnen. Also man kann wirklich, wie ihr schon gesehen habt, ich tarn mich und er rennt einfach gnadenlos an mir vorbei, obwohl er den Kompass in der Hand hat und schlägt dann auch noch die Kühe tot. Ich glaube, das war in dieser Aufnahme, ich hoffe es zumindest. Auf jeden Fall ist das Kaktus-Kit da wirklich sehr, sehr vorteilhaft. Im Kampf bringt es jetzt, glaube ich, nicht so viel, außer wenn du wegläufst und du willst dich jetzt tarnen. Aber dann gibt es ja auch wieder den Kompass und dann weiß man, glaube ich, schon, dass das hier ein
Sagt schon, Leute, ein Kaktus ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Enderkids wollt, dann schreibt einfach es mal in die Kommentare und lasst ein Like da. Alter, ich bin heute schon voll verwirrt. Was ist los mit mir? Ich kann nicht mehr ordentlich reden. Auf jeden Fall, wie ihr gesehen habt, wieder ein trauriger Fall von Spielern, die es nicht aushalten, zu sterben. Das sind immer diese extremen PvP-Spieler, die es einfach nicht verkraften, wenn man einmal stirbt. Aber gut, ich würde sagen, das war's. Haut rein und ciao.